So, gut. Hallo nochmal allerseits. Wir sind immer noch beim Thema ILP. Damit sind wir noch nicht ganz fertig, werden damit aber heute fertig mit dem Steinerbaum-Problem als ILP. Wir hatten beim letzten Mal das TSP als ILP modelliert. Zur Erinnerung nochmal, worum geht es? Das I steht für Integer oder Integral, ganzzahlig, L für Linear. Und P für Programming, Programmieren, nicht im Sinne von Programmieren, wie wir es normal in der Informatik kennen, sondern wie es seinerzeit definiert worden ist, wo wir hier heutzutage eher von Optimierung sprechen wollen. Wir wollen in einem ganzzahlig linearen Problem optimieren. Das heißt, wir haben eine Zielfunktion, die wir minimieren und maximieren wollen, die affin linear ist. Und wir haben als Nebenbedingungen Gleichheit oder unechte Ungleichheit, gleich, kleiner, gleich, größer, gleich. Und auf beiden Seiten sind affin lineare Ausdrücke in den Variablen drin. So, und heute nochmal ein weiteres Fallbeispiel, worum es geht. Was vielleicht auch nicht so ganz sofort ein, also. Was vielleicht auch ein bisschen überraschend ist, dass man das mit den doch sehr eingeschränkten Methoden von ILP modellieren kann. Worum geht's? Das, was Sie jetzt auf dieser Folie hier sehen, das vergessen wir nach dieser Folie wieder. Wir werden eine andere Variante betrachten, nur der Vollständigkeit halber. Wenn wir vom Steiner-Problem sprechen, dann ursprünglich ging es bei dieser Problemstellung darum, um das, was Sie auf dieser Folie sehen. Sie haben Punkte in der Ebene gegeben. Ja, also wir reden jetzt hier nicht, das Schwarze ist gegeben, das Gelbe ist gesucht. Also das Schwarze ist Input, das Gelbe ist Output. Sie haben nur diese Punkte in der Ebene gegeben, natürlich mit ihren Koordinaten. Gesucht ist ein solcher Baum, wie er konstituiert wird durch diese gelben Kanten, wobei hier natürlich auch Knoten sind, Verzweigungspunkte, der insgesamt minimale Gesamtlänge hat. Also so auf den ersten Blick ähnlich wie das Minimalspannbauproblem, was Sie aus der GD2, jetzt AUD kennen oder anderswoher auch, aber doch mit einer etwas anderen Situation, dass Sie nicht einen Graphen zugrunde gelegt haben, dass da kein Graphe zugrunde gelegt ist, sondern die Knoten können frei in der Ebene platziert sein und dementsprechend können Sie dann die Kanten als gerade Linien zeichnen. Ja? Also es können prinzipiell beliebige Knoten sein, die hier platziert sind. Das ist ein sehr, sehr schweres Problem, für das man nur in einzelnen Spezialfällen, sehr, sehr eingegrenzten Spezialfällen, vernünftige Lösungsalgorithmen kennt. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur, wenn man so will, eine historische Notiz. So, damit hat man sich vom 19. Jahrhundert an in der Mathematik beschäftigt. Worum es uns eher geht, ist dann doch wieder in einem Netzwerk oder in einem Graphen. Also ich benutze Graph und Netzwerk immer synonym. Sie werden das Thema Steinerbäume typischerweise im Zusammenhang in Anwendungsbereichen finden, wo man eher von Netzwerken spricht, Net-Centric Systems und so weiter. Sie haben einen ungerichteten Graphen gegeben. Das ist das Gelbe, wobei hier die Punkte, die Knoten wieder nicht richtig, also überall da, wo es eine Verzweigung gibt, ist natürlich ein Knoten des Graphen. Sie haben auf den Kanten Längen definiert, die ja natürlich wie immer irgendwas bedeuten können. Ja, die können irgendwelche geografischen, euklidischen Distanzen sein. Sie können hier vielleicht so eine Art Straßennetz haben und dann können die Kantenlängen beliebige, die echten gefahrenen Kilometer sein oder eine Einschätzung der Fahrzeit, die Sie brauchen, um von einem Punkt zum anderen zu kommen. Sie können hier ein Kommunikationsnetzwerk haben. Also das sind die möglichen Knoten und Kanten, die Sie zum Layout, zum Aufbau Ihres Kommunikationsnetzwerkes haben. Dann wären die Gewichte, die Längen, die Sie drauf haben, die Kosten,
die es benötigt, um hier eine Verbindung zu ziehen. Und diese letzte Sichtweise ist natürlich, ist in diesem Fall die natürlichste Sichtweise. Sie haben noch zusätzliche eine Auswahl der Knoten des Graphen gegeben, die sogenannten Terminale. Und das Wort Terminal deutet auch schon auf den Anwendungskontext hin. Sie wollen diese Knoten, diese ausgewählten Knoten miteinander über einen Baum verbinden, der in nur Knoten und Kanten dieses Graphen enthält. Also auch hier wieder, Sie können weitere Knoten haben, wie wir es eben in der Ebene auch gesehen haben. Manche Knoten sind drin, andere sind nicht drin. Das ist, also wir werden jetzt gleich nochmal weiter darauf zu sprechen kommen, auf das, was ich jetzt eben gesagt habe, gleich in der Folie. Also zunächst einmal, woher kommt das Ganze? Von einem Mathematiker kommt der Name her, Georg Steiner, der eben insbesondere, also der im 19. Jahrhundert aktiv war als Mathematiker, natürlich nicht der Einzige war, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Warum Steiner-Baum-Problem? Ja, wenn wir jetzt wie beim MST einen Baum mit geringstem Gesamtgewicht, also was wir wollen ist, ich glaube, ich habe es noch nicht genau gesagt, alle Terminale miteinander zu verbinden durch diese ausgewählten schwarzen Kanten und unter allen Möglichkeiten solche schwarzen Kanten auszuwählen, sodass die Terminale alle miteinander verbunden sind. Unter allen diesen Möglichkeiten wollen wir ein Kostenminimal. Also Summe der Kantenkosten soll minimal sein. Und wenn die Kantenkosten, wie das ja typischerweise so ist, wenn die Kantenkosten positiv sind, ergibt sich automatisch, dass am Ende ein Baum dabei herauskommt. Denn wenn Sie irgendwo einen Zirkel schließen, wenn Sie beispielsweise noch diese Kante oder diese Kante oder diese Kante drin haben, dann könnten Sie eine von den Kanten aus dem Zirkel wegnehmen und hätten eine etwas bessere Lösung, wenn die Kantenkosten positiv sind. Das heißt also, eine Optimallösung kann niemals einen Zirkel enthalten und zusammenhängend zirkelfrei heißt Baum. Ungerichteter Baum im ungerichteten Graphen. Also der ungerichtete Baum ist Ihnen bekannt als Konstrukt? Okay, also spätestens durch MST, Minimum Spanning Tree, müsste es Ihnen ja bekannt sein. So. Gut, das hatte ich schon angesprochen. Das können natürlich beliebige Kantengewichte sein. Offensichtlich ist das Minimal-Spannbaum-Problem sehr eng verwandt. Und worin besteht genau die Verwandtschaft? Besteht darin, dass das minimale Spannbauproblem ist genau das Steinerbaumproblem eingeschränkt auf den Fall, dass sämtliche Knoten des eingegebenen Graphenterminale sind. Ja? Also nochmal zurück. Die Terminale sind miteinander durch einen Baum zu verbinden und minimal Spannbaum heißt, alle Knoten sind miteinander durch einen Spannbaum zu verbinden. Alle Knoten sind Terminale. So. Und interessanter Punkt dabei ist, dass das Minimum Spanning Tree Problem, das Problem, einen minimalen Spannbaum auf einem Graphen zu finden, der alle Knoten aufspannt, dass das polynomial ist, die asymptotische Komplexität sogar sehr, sehr gut. Sie erinnern sich vielleicht an die Algorithmen von Prim und Kruskal, die Sie bestimmt, egal bei wem Sie die GDI zugehört haben, haben Sie das mit Sicherheit gehört. Oder haben Sie gesehen, bis auf so logarithmische Faktoren oder sowas, kommen Sie da an Linearität ran. Also nicht nur polynomial. Polynomial ist hier an dieser Stelle ein gepflegtes Understatement. Wir sind weit besser als sogar quadratisch. So, aber der allgemeine Fall, der ist wieder NP-schwer. NP-schwer hatten wir des Öfteren mal schon mal hier angesprochen, denke ich, oder? Nur nochmal zur Erinnerung, was es pragmatisch heißt. Es heißt, für jeden in meiner etwas flapsigen Interpretation sollte ich dazu sagen, für jeden Algorithmus, den man sich überhaupt vorstellen kann in diesem Universum, auf Basis unseres jetzigen Art von Rechnermodellen, so irgendwelche möglichen Weiterentwicklungen wie Quantencomputer mal außen vor gelassen, für jeden uns
momentan für jedes Rechenmodell, was nach den jetzigen Prinzipien aufgebaut ist, wird man für jeden Algorithmus, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, egal ob die Menschheit ihn gefunden hat oder nicht, Beispiele von moderater Größe produzieren können, also entwickeln können, sodass dieser Algorithmus länger braucht, als das Universum noch zur Verfügung stellen wird, voraussichtlich, wenn die Physiker recht haben, dass das Universum begrenzt ist. Ja, schlechte Nachrichten. Woher kommt das? Ist auch ein bisschen überraschend, dass dieser kleine Unterschied, ja, dieser unscheinbare Spezialfall, dass alle Terminale, man würde ja immer denken, alle Terminale ist besonders schwierig, ja, wenn man alle Terminale berücksichtigen, wenn man nur einen Teil der Terminale berücksichtigen muss, dann kann es ja nur einfacher werden. Dahinter liegt aber ein Denkfehler, dass es einfacher wird im Sinne von, dass der Baum weniger enthalten muss, weil weniger Terminale zu verbinden sind. Das heißt noch lange nicht, dass die Optimallösung einfacher, effizienter zu finden ist. Ja? Die einzige Schlussfolgerung bei asymptotischen Komplexitäten, die absolut einzige, die Sie a priori treffen können, wenn Sie zwei miteinander verwandte Probleme haben und Sie wissen von dem einen, also die einzige Schlussfolgerung, die Sie a priori treffen können, ist die, wenn das eine, so wie hier, ein Spezialfall von dem anderen ist, was heißt Spezialfall? Dass dieselbe Problemstellung zu lösen ist, exakt dieselbe Problemstellung, nur auf einer eingeschränkten Menge von Eingaben. Und das haben wir genau hier. Das MSD ist das Steinerbaum-Problem. Es ist exakt dieselbe Problemstellung, nur auf einer eingeschränkten Menge von Eingaben, nämlich wo in der Eingabe alle Knoten des ungerichteten gegebenen Graphen Terminale sind. Ja? Dann, nur dann kann man eine Schlussfolgerung ziehen, dass dieser Spezialfall oder sagen wir so, dass der allgemeine Fall mindestens genauso schwer zu lösen ist wie der Spezialfall. Ja, machen Sie sich das klar? Überlegen Sie sich das nochmal vielleicht, wenn Ihnen das nicht so ganz klar ist. Wenn zwei algorithmische Problemstellungen in irgendeiner anderen Verwandtschaftsrelation zueinander stehen, kann man nichts a priori schlussfolgern über das Verhältnis asymptotischen Komplexitäten. Ein anderes Beispiel ist LP und ILP. Ja, lineare Programmierung, also Optimallösung zu finden, ist polynomial lösbar. Das sage ich Ihnen einfach, das ist so. ILP, also eine ganzheitliche Lösung zu finden, ist NP schwer, obwohl der Lösungsraum ja eingeschränkt ist. Ja, ILP heißt, nur ganzheitliche Lösungen sind erlaubt. Oder nehmen Sie lineare Gleichungssysteme, das ist noch einfacher. Noch offensichtlicher. Ja, eine Lösung zu finden oder festzustellen, dass das lineare Gleichungssystem unlösbar ist, das wissen Sie mit Gauß-Algorithmus und Ähnlichem, kriegen Sie das in polynomialem Aufwand hin. Jetzt mal numerische Fehler außen vor gelassen. Obwohl, die kriegt man ja auch in den Griff. Vielleicht nicht mit dem Gauß-Algorithmus, aber mit anderen Verfahren. Aber eine ganzzahlige Lösung zu finden, also oder zu entscheiden, dass es keine ganzzahlige Lösung des linearen Gleichungssystems gibt, also wo alle Vektoren ganze Zahlen sind, das ist auch wieder NP schwer. Also Sie sehen, der Standardalgorithmus, die Standardalgorithmen zur Lösung von linearen Gleichungssystemen greifen ja nicht, weil die liefern Ihnen ja irgendwelche reellen Lösungen. Ja, also in dem Beispiel sehen Sie ganz deutlich, wir haben hier genau die umgekehrte Situation. Nicht die Eingaben sind beschränkt, das sind genau dieselben, egal ob ganzzahlig oder nicht ganzzahlige Variante linear Gleichungssystems lösen, sondern die Ausgaben sind beschränkt. Intuitiv würde man denken, na, das ist noch nur einfacher, aber ist es nicht. Mal kann es einfacher sein, mal kann es schwerer sein. Kommt auf den Einzelfall an, man kann nichts a priori schlussfolgern. Da war eine Wortmeldung. Nicht sehr einfach. Es ist nicht sehr einfach. Es ist polynomial lösbar, das Linearprogrammierungsproblem. Also weder sind die Algorithmen dafür einfach, noch ist das Polynom,
so schön minderen Grades, wie Sie das aus der GDI-2 bei anderen Problemstellungen kennen. Super Punkt. Das hätte ich sogar, ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwo gekommen wäre, aber ich kann das jetzt an dieser Stelle kurz einflechten. Also, für die Aufzeichnung, die Frage war, man könnte, wenn lineare Optimierung polynomial lösbar ist, dann könnte man doch hergehen, das lineare Optimierungsproblem lösen und dann als nächsten Schritt dann in der Nachbarschaft dann eine ganz, also Nachbarschaft will ich jetzt nicht definieren, was das heißt, so in der Nähe eine ganzzahlige Lösung finden. Das ist Ihre Frage, nicht? Warum geht das nicht? So, zunächst mal muss ich jetzt erstmal eine Seite vollkritzen, vielleicht generell erstmal, womit wir es eigentlich zu tun haben, bei einem linearen Optimierungsproblem, wie da die Lösungsmenge aussieht. Mein Lieblingsbeispiel erinnert so ein bisschen an Diamanten. Ich hoffe, ich kriege das jetzt schön gezeichnet hin. So, aber ich glaube, an dem Beispiel sieht man schon alles. Naja, alles, was es zu sagen gibt. So, so und hinten. Hinten kommen die, stellen sich das so ein bisschen transparent vor, dass sie da hinten verschwommen, dass sie da hinten dann verschwommen, noch die hinteren Kanten sehen. Das ist jetzt im Fall, dass sie drei Variablen haben, dreidimensional habe ich das versucht aufzuzeichnen. Sie sehen, zeichnerisches Darstellen ist nicht das, wo ich meine besten Noten bekommen habe seinerzeit. So, wenn Sie eine Nebenbedingung haben, die eine Ungleichung ist, was, vielleicht machen wir das Ganze nochmal ganz kurz erstmal im zweidimensionalen Fall, damit das Ganze erstmal einfach ist. Wie sieht eine Ungleichung aus? Im zweidimensionalen Fall, also wenn Sie zwei Variablen haben. Das ist im Prinzip so eine Gerade, also das ist eine Gerade, wo Sie die eine Hälfte abschneiden. Nur die andere Hälfte gehört noch zum Lesungsraum dazu. Ja? Die Gerade alleine würde einer Gleichung entsprechen. Die Ungleichung schneidet auch genauso durch, aber schneidet nur hier auf der einen Seite ab. Und die nächste Ungleichung, mit der Sie den Lösungsraum beschränken, würde dasselbe machen und so weiter und so fort. Ja, ich zeichne mal den Fall ein, dass wir von allen Seiten aus das zurechtschnipseln. So. Und Sie sehen, worauf das hinausläuft. Ein konvexes Polygon im zweidimensionalen Fall. Wenn Sie eine Gleichung in den Bedingungen drin haben, dann ist das eben eine Gerade. Das heißt, sie reduzieren die Dimension um 1, aber es bleibt dasselbe Prinzip, ein konvexes Polygon. Mal gucken, dass ich da jetzt mal hochkomme. So, hier, wenn Sie sich das vorstellen können, noch dasselbe. Eine Gerade wäre hier eine Gleichung wäre hier eine Ebene, und wenn Sie das Ganze hier schneiden, irgendwie mit einer Ebene, dann ist das Ergebnis eine Dimension niedriger, sowas wie das da, ein konvexes Polygon. Ja, Sie haben immer ein konvexes Polygon, dessen Dimension nicht unbedingt gleich der Anzahl der Variablen sein muss, sondern Gleichungen reduzieren Ihnen die Dimension dann gegebenenfalls. Aber was rauskommt, ist auch wieder dann in der
um eins niedrigeren Dimensionen ein konvexes Polygon. Ich hoffe, dass Sie das ungefähr sich vorstellen können, was ich da zeichne, oder haben Sie Schwierigkeiten, sich das vorzustellen, wovon ich da rede? Also wer hätte da jetzt konkret noch eine Frage zur Vorstellung, worum es da geht? Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass Sie da kein Vorstellungsproblem haben. So, das Ganze muss nicht so sein, dass das von allen Seiten aus aufgeschnitten wird, sondern es kann durchaus sein, ich bleibe jetzt mal bei Ungleichungen, dass das nur von bestimmten Richtungen her aufgeschnitten wird, so zum Beispiel so, so und so und hier hinaus. Sie sehen, das konvexe Polygon muss nicht beschränkt sein, wenn nicht von allen Seiten lineare Nebenbedingungen den Lösungsraum zurechtschnippeln. So, jetzt gehen wir wieder zurück, beziehungsweise, wo gehe ich jetzt am besten hin? Hier hin. So, eine lineare Funktion lässt sich darstellen als ihr Gradient, als ihr Zielvektor. Zum Beispiel könnte es so sein, dass es in die Richtung immer besser wird. Ja, wenn Sie maximieren wollen, wäre das gerade der Gradient, also höchste Steigerung. Wenn Sie minimieren wollen, wäre der Gradient gerade der umgekehrte Vektor. So, wo ist jetzt das Optimum? Wenn das die Richtung des Aufstiegs ist, also ich kann es ja nochmal genauer andeuten, hier gleiche, hier auf jedem dazu senkrecht stehenden, auf jeder dazu senkrecht stehenden Hyperebene haben Sie Punkte mit gleichem Zielfunktionswert. Das ist das Spezifische bei linearen Funktionen, dass man das so schön einfach hat. So, was ist jetzt die Optimallösung? Naja, wenn Sie sich das Ganze transferiert vorstellen, hier hinein, dann sehen Sie, je weiter Sie in die Richtung kommen, und Sie kommen unweigerlich hier zu einer Ecke des Polygons als Optimallösung. Dasselbe jetzt im dreidimensionalen Raum, wenn beispielsweise das hier ungefähr die Richtung zum Optimum hin ist, wenn Sie sich das ja auch wieder vorstellen, okay, das ist jetzt suggestiv, ich könnte es natürlich auch in so eine andere Richtung hin, aber wie immer Sie es drehen und wenden, Sie werden also in dem Fall hier, wenn das die Richtung zum Optimum hin ist, dann wird das hier das einzige optimale Ergebnis sein, was man offensichtlich sehen kann, dass es das einzige optimale Ergebnis ist. Wieder eine Ecke des Polygons, des Polytops im dreidimensionalen oder im mehrdimensionalen Fall. Polygon, Gon, Ecke, Top, Raum. Und wenn, ich zeichne es mir vielleicht nochmal so, wenn das die Richtung ist, dann ist jeder Punkt auf dieser Strecke, auf dieser Kante, insbesondere natürlich auch wieder der oder der, die Ecken, es sind wieder Ecken unter den Optimallösungen. Und auch wenn Sie sich vorstellen zum Beispiel, dass der jetzt aus der Zeichenfläche raus der normalen Vektor für diese Facette hier, ob der Weg in Richtung Optimum ist, dann ist diese ganze Facette, die Punkte, dann sind das die Optimallösung, genau die Punkte dieser Facette und diese vier Ecken wären in der Menge der Optimallösungen drin. Also Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Das kann ich hier natürlich jetzt nur geometrisch veranschaulichen. Das können Sie mir aber absolut glauben. Die optimalen Lösungen wird immer angenommen an mindestens einer Ecke. Und so funktionieren auch die gängigen Algorithmen, dass sie versuchen, die optimale Ecke zu finden. So, jetzt kommen wir zu Ihrer Frage nach diesem ganzen Vorüberlegungen. Ihre Frage war, warum jetzt nicht einfach hier
eine optimale Lösung bestimmen und dann in der Umgebung optimale ganzzahlige Lösung bestimmen. Nicht? Das ist der Punkt. So, und dann zeichne ich noch ein Beispiel skizzenhaft, wie das so aussieht, wenn das nicht so einfach ist. Warum? Also Beispiele, die, denke ich, demonstrieren, warum das dann deutlich schwerer sein könnte. Also, halt nochmal eine neue Seite. Das Polytop könnte schlecht konditioniert sein. Die Matrix könnte schlecht konditioniert sein, mit dem Ergebnis, dass sie extrem spitze Ecken drin haben könnten. So, da ist dann also, je nachdem, wenn die optimale Richtung da lang geht, das einzige Optimum, das sie da drin haben. Die einzige optimale Lösung des nicht ganzzahligen linearen Programms. So, und wenn Sie sich jetzt mal angucken, wenn Sie jetzt beispielhaft legen wir mal das ganzzahlige Raster drüber. Das könnte zum Beispiel so aussehen. So, hier könnte es weitergehen. So, so. Und Sie sehen schon, was das Problem ist. Es kann sehr lange dauern, sehr weit weg sein, bis da mal im ganzzahligen Raster. Na ja gut, also es ist, ist ein bisschen blöd hier gezeichnet. Sie sehen, es kann sehr weit weg sein von der optimalen Lösung, wo Sie zum ersten Mal ganzzahlige Lösung haben. Ja? Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir sind im hochdimensionalen Raum, allein dieses Viereck hier ist dann ein Würfel, ein Hyperwürfel und hat allein schon 2 hoch n Punkte. Dieses Raster in n Dimensionen erhöht. Ja, in 2 Dimensionen haben sie ein Quadrat mit 2 hoch 2 Ecken. Im dreidimensionalen haben sie einen normalen Würfel mit 2 hoch 3 Ecken. Und wenn sie weiter in Dimensionen hochgehen, dann ist allein das hier schon 2 hoch n Ecken, die Sie sich angucken müssen. Und wenn Sie sich das jetzt weiter vorstellen, wie weit Sie da potenziell gehen müssen. Also, Sie sehen, wenn die Matrix schlecht konditioniert ist, ja, eine Situation, die Ihnen immer in der Numerik, kennen Sie ja wahrscheinlich aus der Mathe 3, die Ihnen immer wieder Ärger macht, diese Situation macht Ihnen genau hier auch wieder Ärger. Ist damit Ihre Frage beantwortet? Okay, also Sie sehen, leider kann ich Sie nicht konstruktiver beantworten, ich musste sie destruktiv beantworten, aber das ist ja auch zu erwarten, wenn die eine Problemstellung polynomial und die andere NP schwer ist. So. Woran könnte das liegen, dass das eine polynomial geht und das andere NP schwer ist? Ein wesentlicher Punkt, warum das Minimal-Steiner-Problem polynomial ist, ist im allgemeinen Steiner-Baum-Problem nicht mehr gegeben. Der wichtige Punkt ist, wenn Sie einen wirklich spannenden Baum haben, dann ist die Anzahl der Kanten, die Sie auszuwählen haben, vorher klar. Es ist Anzahl Knoten minus 1. Ja? Alle Lösungen haben die gleiche, alle spannenden Bäume haben die gleiche Anzahl von Kanten. Das ist beim Steinerbaum nicht mehr so, ja? Wenn Sie hier zum Beispiel, um dieses Terminal mit dem Rest zu verbinden, sind wir hier so lang gegangen in dieser Ausgabe mit 2 Kanten. Nee, schlechtes Beispiel, was ich jetzt gewählt habe. Wie jetzt? Ach, nee, was? Wo finde ich denn jetzt mal ein schönes Beispiel? Jetzt habe ich das Beispiel so konstruiert, dass ich gar nicht zeigen kann, was ich eigentlich. Doch, hier kann ich es zeigen, ja. Hier sehen Sie, die beiden Terminale sind mit dem Rest verknüpft, hier von diesem Verzweigungspunkt aus über 3 Kanten, hätten aber auch stattdessen von hier aus direkt über eine Kante verknüpft sein können. Ja, also
die Kardinalitäten der einzelnen Lösungen sind unterschiedlich. Und wenn Sie sich das nochmal angucken, für den Korrektheitsbeweis von Prim und Kruskal, dass die so schön laufen, das da ist essentiell, auch wenn es unterschlagen wird, meistens, wenn es gar nicht explizit benannt wird, ist aber essentiell, dass die Anzahl der Kanten, die Sie auszuwählen haben, unabhängig davon ist, wie, ja, also es ist immer dieselbe. Ja, jede Lösung hat dieselbe Anzahl von Kanten. Das ist ein entscheidender Punkt, warum MST polynomial ist, und dieser Punkt ist nicht gegeben beim Allgemeinen-Steinerbaum-Problem. Das ist jetzt eine intuitive, heuristische Erklärung, die natürlich keinerlei mathematische Beweiskraft hat, versteht sich. So, MST haben wir jetzt geklärt. Man kann Steinerbaum auch generalisieren, verallgemeinern. Zu Steiner Packung zum Beispiel, das werden Sie als Aufgabe 5.3, also als Aufgabe 3 auf dem Übungsblatt 5 wiedersehen. Und Sie sind dann, nee, Entschuldigung, falsch, Übungsaufgabe 2 auf Übungsblatt 5, nicht 3. Und damit haben Sie, bis auf die dritte Aufgabe des fünften Übungsblatts, haben Sie alles gesehen, was auf den Übungsblättern thematisiert wird. Also es fehlt Ihnen dann nur noch für eine einzige Aufgabe, wie gesagt, für dritte Aufgabe auf Blatt 5, nur noch dafür fehlt Ihnen den entsprechende Hintergrund hier in der Vorlesung. So, worum geht es bei Steiner Packung? Die Aufgabe wird sein, das, was wir hier noch erarbeiten werden als ILP für Steiner Baum, das zu übertragen auf Steiner Packungsproblem. Das haben Sie dann zu leisten. Hier sehen Sie Steiner Baum-Problem als ILP. So, was ist jetzt das Steiner Packungsproblem? Wir haben nicht mehr eine Menge von Terminalen, sodass alle Terminale in dieser Menge paarweise miteinander verbunden sein sollen, sondern wir haben jetzt mehrere Mengen von Terminalen. Ja, die beiden sind eine Menge von Terminalen. 1, 2, 3, 4, diese 4 sind eine Menge von Terminalen. Die 3 sind eine Menge von Terminalen. Die 3 und so weiter. Und die Aufgabe besteht darin, jede einzelne Menge von Terminalen dafür jeweils einen spannenden Steinerbaum zu bauen. Natürlich unter der Bedingung, dass diese Steinerbäume sich nicht berühren, dass die gehörig Abstand voneinander lassen, mindestens eine Kante Abstand voneinander lassen. Also die Steinerbäume dürfen sich nicht gegenseitig berühren. So, wenn Sie jetzt mehrere Steinerbäume haben, dann ist die Frage, was ist jetzt die Zielsetzung, die Sie optimieren wollen? Beim Steinerbaumproblem war das einfach die Summe der Kantenlängen. Hier kann man auch hingehen. Die Summe, und was man optimieren will, ist die Summe der Längen aller Kanten, die in irgendwelchen Steinerbäumen drin sind. Es macht aber auch durchaus Sinn, stattdessen das Maximum über alle, also für jedes einzelne Steinerbaum berechnen Sie die Gesamtsumme, also das Gesamtgewicht des Steinerbaums, und darüber das Maximum, also der schwerste Steinerbaum, das soll minimiert werden. Das sehen Sie zum Beispiel in der Verdrahtung von Mikrochips, kommt diese Problemstellung vor. Ich weiß nicht, ob es in irgendeiner Veranstaltung bei Ihnen so weit vorgekommen ist, ob solche Sachen thematisiert werden. Ich zeige es am besten direkt an einem kleinen Bildchen. Also, was ist in puncto Verdrahtung, was ist ein Mikrochip? Gut, Sie platzieren irgendwelche elektronischen Komponenten auf den Chip drauf, und der Mikrochip und haben dann die Aufgabe, entsprechende Pins an den verschiedenen Komponenten so miteinander zu verdrahten, dass die Logik des Chips erfüllt wird. Und für die Verdrahtung haben Sie eine sehr große Gitterfläche, also sehr groß berechnet in Anzahl Knoten und Kanten, mit ein paar Ebenen, so wie hier angedeutet. Die Dimensionen stimmen natürlich nicht ganz in diesem Bild. Also diese zwei Dimensionen sind riesengroß, und hier die Anzahl der Ebenen, weiß ich nicht, was da momentan Stand der Technik ist. So, und dann sollen Sie
diese Pins miteinander verdrahten, wobei sie ja sicherlich wissen, dass diese Pins nicht gleichberechtigt sind. Ein Pin ist der Sender, der Treiber, der Master, und alle anderen Pins sind die Empfänger, die Slaves, wie man das nennt. Das Grundprinzip ist Ihnen sicherlich vertraut, oder? Genau. So, und natürlich dürfen diese verschiedenen elektrischen Einheiten, diese Drähte, sich nicht miteinander berühren. Das heißt, wir haben genau Steinerpackung als Problemstellung hier bei so einem Kraut- und Rübenbeispiel und hier jetzt bei einem schönen disziplinierten Beispiel, Gittergrafen. Klar, dass sie sich nicht berühren dürfen. Was ist die Zielsetzung, die optimiert werden soll? Vielleicht noch dazu zu sagen, dass sie sich nicht berühren dürfen, ist natürlich nur eine erste grundlegende Forderung, um irgendwelche Induktionseffekte zu vermeiden. Sollten zum Beispiel zwei solche Verbindungen nicht über längere Distanzen sehr eng beieinander parallel zueinander laufen und so weiter und so fort. Was ist jetzt die Zielfunktion? Was will man optimieren? Letztendlich will man die Taktfrequenz optimieren, maximieren, beziehungsweise die Latenzzeit minimieren. Wie bestimmt sich das? Oder was heißt das? Naja, wenn der Taktgeber schlägt, sagt man das so, dass der Taktgeber schlägt? Weiß ich jetzt nicht genau. Also wenn der Taktgeber einfach einen Takt gibt durch das ganze Netzwerk hindurch und sich daraufhin irgendwelche Türen öffnen und schließen, metaphorisch gesprochen, dann kommt so eine Einheit aus dem Gleichgewicht heraus, weil ja Ströme fließen, weil Ladungen fließen, und es dauert dann eine Zeit, bis jeder solche Draht wieder und alles andere, was in der elektronischen Logik drin ist, bis jede einzelne Einheit für sich genommen wieder in einen eingeschwungenen Zustand kommt, nicht? Das ist Ihnen soweit vertraut. Ich weiß nicht, werden solche Themen noch in der technischen Grundlagen oder sonst wo thematisiert? In der TGDI wird das thematisiert, ja. So, wie lange es dauert, bis so ein Draht wieder in einen eingeschwungenen Zustand kommt, das hängt natürlich erstmal von der Form selber ab, hängt auch ein bisschen von den anderen Drähten ab, drumherum. In erster Näherung kann man sagen, das ist im Wesentlichen abhängig von der Gesamtlänge des Ganzen. Also dann sind wir wieder beim Maximum der Längen der einzelnen Steinerbäume. Das ist nur ein grobes Maß, aber immerhin erstmal soweit ausreichend, um grob zu bestimmen, ob ein gegebenes Layout gut ist oder schlecht ist, und dafür natürlich die Algorithmen dann entsprechend darauf anzupassen, dass man möglichst gute Layouts hinbekommt. Man würde in der Praxis typischerweise so vorgehen, dass man erst einmal die kritischen Verbindungen identifiziert und die erstmal bestmöglich auslegt und dann den Rest mit relativ einfachen Methoden, eben zum Beispiel als Maß das Maximum aller Baumgewichte, also aller Anzahl Kanten im Baum oder so etwas, herzunehmen. Da hat man dann die direkte Anwendung Steinerpackungsproblems. So, das habe ich eben schon besprochen. Andere Variationen, die jetzt nicht mehr auf dem Übungsblatt thematisiert wird, die auch, glaube ich, nicht so schwer ist, also wo es nicht so schwer ist, die ELP-Modellierung von Steinerbäumen, die wir gleich betrachten werden, zu übertragen, sind fehlertolerante Netzwerke. Ja, Sie wissen, es ist ungeschickt, nur eine Kommunikationsverbindung zwischen Europa und Amerika zu haben. Es wäre geschickt, mehrere zu haben, weil wenn eine, nicht nur wegen der höheren Bandbreite, sondern wenn eine ausfällt, dann hat man immer noch eine andere oder mehrere andere Möglichkeiten. Das heißt, im allereinfachsten Fall erst einmal kann man sagen,
wenn wir wollen, wenn wir wollen, dass eine einzelne Kante oder auch ein einzelner Knoten, ein einzelner Server, nicht die Verbindung zwischen irgendwelchen Knoten abreißen lässt, zwischen irgendwelchen Knoten A und B, dann können wir sagen, als Forderung stellen, dass nicht wie im Steinerbaum-Problem eine Einfahrt die beiden Knoten miteinander verbindet in der Lösung, sondern und Einfahrt heißt ja im Prinzip immer mindestens Einfahrt, sondern jetzt hier mindestens zwei Pfade sollen die beiden Knoten jeweils miteinander verbinden, je zwei Knoten miteinander verbinden. Wenn wir nur bei Verbindungen mutmaßen, dass es Ausfälle gibt, dann reicht es Kantendisjunkt, das heißt also, diese beiden Pfade, die hier gefordert werden, Kantendisjunkt heißt, dass die beiden Pfade keine Kante gemeinsam haben. Wenn Sie aber auch bei vermuten, dass auch Server, also Knotenpunkte ausfallen können, dann werden Sie intern Knotendisjunktheit fordern. Knotendisjunkt außer bei A und B selber. Natürlich können zwei Pfade, die A und B miteinander verbinden, nicht bei A und B knotendisjunkt sein. Logisch. Das macht natürlich so gesehen auch noch nicht unbedingt Sinn, weil es gibt ja Verbindungen, die wichtig sind und Verbindungen, die weniger wichtig sind. Ja, wenn Sie sich in einem Kommunikationsnetzwerk vorstellen, dass Sie irgendeinen weit entfernten Bauernhof im Odenwald noch mit, dass Sie da auch ein Glasfaserkabel hinlegen. Okay, Glasfaserkabel und Odenwald ist ein kritisches Thema. Es wird besser? 100.000, wo sind Sie, wenn ich fragen darf? Wie heißt das? Rheinheim. Vor Rheinheim. Okay, also es frisst sich da von Nordwesten her so langsam hinein in den Odenwald. Wobei ich nicht weiß, ob die Politik nicht vielleicht draufsetzt, dass sich das, womit jetzt Google und Co. experimentieren mit Drohnen oder Ähnlichem, ob die Politik nicht darauf spekuliert, dass dann die ländlichen Regionen in Deutschland sowie die Wüstenregionen in Entwicklungsländern dann auf diese Art und Weise mit Mobilfunk bedient werden, weiß ich nicht. Wäre verführerisch, nicht? Wenn ich mir vorstelle, ich wäre Politiker mit so einem Thema beschäftigt und habe nicht viel Geld auszugeben, dann könnte ich mir schon vorstellen, da jetzt über solche Dinge nachzudenken. Oder? Bitte? Sicher als andere Nachteile, aber nicht für mich als Politiker und Entscheider, sondern nur für die Leute. Ich kann sagen, ja, völlige Flächendeckung. Also, wenn Sie um 3 Uhr morgens der Einzige sind, der im Netz ist, dann haben Sie auch dann Ihre 100.000 oder was Bandbreite. Bandbreite ist nicht das Problem, sondern... Ja, klar. Also ich glaube, das ist das, was ich meinte. Nicht? Wenn Sie alleine um 3 Uhr morgens ins Netz gehen, dann haben Sie dementsprechend Volumen, oder? Ach so, Gesamtvolumen und Zeitraum. Ja, also Sie meinen, dass die Verträge der Anbieter schon von vornherein das Volumen nicht so hoch setzen, oder weil sie es nicht garantieren können. Das weiß man nicht so genau. Was man wirklich an Volumen kriegt im Verhältnis zu dem, was einem per Vertrag garantiert wird, wobei das Wort garantiert interpretationsbedürftig ist. Mist. Jetzt habe ich den Satz angefangen, immer wieder komplizierter und jetzt weiß ich nicht, wie weiter ist. Aber ich glaube, was ich sagen wollte, habe ich gesagt. So, noch eine Frage. Zum generellen Steinerpackungsproblem. So, ja, diese Folie meinen Sie? Der Input, okay. Der Input ist einerseits der Graph wieder, also Knoten und Kanten plus Kantengewichte. Und beim ursprünglichen Steiner-Problem ist jetzt eine Menge von Terminalen gegeben. Hier nochmal zurück. Hier diese schwarzen Knubbel, diese Menge der schwarzen Knubbel, Knoten des Eingabegraphen sind gegeben. Hier sind jetzt mehrere disjunkte Mengen von Terminalen gegeben.
Also diese schwarze Knubbelmenge, bap, 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 diese schwarze Knubbelmenge, bap, bap, bap. Halt, vier sind das hier. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ich habe mir den Spaß erlaubt, hatte ich vergessen vorhin zu sagen, hier drei einelementige Terminalmengen hinzusetzen, die jeweils ja, mit sich selbst zu verbinden sind, was natürlich relativ kostengünstig geht. Wenn wir die ganz linke Menge nehmen, hier, ja. Welche drei, die da, nee, ja, dann haben Sie gelitten. Wenn Sie also eine Terminal, also wenn Sie diese Terminalmengen alle haben, diese und diese und diese und diese, und Sie haben als weitere Terminalmenge diese vier plus diese drei, ja, ist das Ihre Frage? Ja, dann ist es unlösbar. Dann sollte ein anständiger Algorithmus zurückliefern, sorry, es gibt die Lösungsmenge ist leer. Ja, nur weil wir alles gerne miteinander vernetzen möchten, heißt es noch lange nicht, dass wir alles miteinander vernetzen können. Wenn man die drei... Das würde auch nicht lösbar sein. Wenn nur die drei hier eine weitere Menge sind, dann wäre es nicht lösbar, denn sie müssten ja mit diesem Termin über diesen Knoten gehen und der gehört definitiv zu diesem Netz. Also sie können das nicht Knoten oder Kantendisjunkt lösen. Ja, genau, Knoten und Kantendisjunkt muss erfüllt sein, hatte ich vergessen zu sagen. Ja. Ich hatte es vorhin so formuliert, mindestens eine Kante Abstand. Wenn Sie das Problem so variieren, die Problemstellung so variieren, dass Kantendisjunktheit ausreicht, dann können Sie natürlich mehr machen. Dann würde es funktionieren, dass Sie einerseits diesen Steinerbaum auslegen können und wenn das hier insgesamt ein Netz ist, das hatte ich vergessen zu sagen, eine solche Menge von Terminalen nennt man, wie etwa in den technischen Grundlagen, nennt man ein Netz. Wenn die auch ein Netz bilden, dann könnte man das natürlich kantendisjunkt lösen, indem man die drei Kanten hier zu diesem Netz hinzunimmt. Ist damit die Frage beantwortet? Gut. Weitere Fragen an dieser Stelle? Okay. So, fehlertolerante Netzwerke. Ups, so. Also, man wird eher allgemein sagen, dass, also genau, wie sind wir darauf gekommen? Odenwald. Ja, wenn da irgendwo ein Glasfaserkabel oder sonstige Verbindung rausgelegt wird in irgendeinen weit entfernten Bauernhof, dann wird man natürlich nicht hier darauf Wert legen, dass diese Verbindung redundant ausgelegt wird. Also man wird in Kauf nehmen, dass dieser Bauernhof von der Welt abgeschnitten ist, was die Kommunikation angeht, wenn es da irgendwo ein Problem gibt, wenn da irgendwo die Verbindung unterbrochen ist. Nicht? Auf der anderen Seite wird man vielleicht besonders wichtige Verbindungen von Europa nach Amerika noch redundanter auslegen als nur mit zwei Verbindungen, sondern entsprechend wird man Forderungen stellen, 3, 4 und so weiter und so fort. Wenn Sie erst gesehen haben, wie das ILP-Modell für Steinerbaum funktioniert und sich mit der Aufgabe 2 auf dem 5. Blatt beschäftigt haben, dann wird es, bin ich mir sicher, für Sie, wenn Sie interessiert, kein Problem sein, diese Variation ebenfalls als ILP zu modellieren. Aber das ist, wie gesagt, auf dem Aufgabenblatt. Ich hoffe, dass die Odenwälder mich jetzt nicht steinigen dafür. Ich bin übrigens selber jetzt seit 2 Jahren Odenwälder. Dass die Odenwälder mich jetzt nicht steinigen dafür, dass ich jetzt auf der Tonspur von Odenwald rede und hier schriftlich von Outback. Das ist natürlich jetzt nicht so gemeint gewesen. Man würde in Australien so ein Gebiet wie Odenwald auch nicht Outback nennen, sondern Farmland. Ja, da ist nochmal ein Unterschied. Outback ist da, wo man wirklich nicht mehr Landwirtschaft ernsthaft betreiben kann. Ach ne, es gibt noch mehr. Es gibt Farmland, es gibt Busch. Und dann gibt's Outback. So, wie sieht das Steinerbaumproblem als ILP aus? So, wir betrachten das Steinerbaumproblem ungerichteten Graphen. Also das in der Ebene, hatte ich ja gesagt, das war nur eine historische Notiz. Vergessen wir mal.
Und wir benennen einfach die Terminale T1, T2 bis TK. Das sind die Terminale, die wir, also die Knoten, die wir miteinander durch den Steinerbaum vernetzen wollen. So, und jetzt überlegen wir uns, beziehungsweise das kann ich auch mal ganz kurz zeichnen. So, neue Seite. Heute gibt es viele Seiten. Muss ich mal gucken, dass die Blätter hier auch ausreichen. Sonst muss ich auf der elektronischen Fläche weitermalen. Will ich aber nicht. Folgendes. Sie haben jetzt hier die Knoten irgendwo. T1, T2, T3, T4, ich mache mal bis T5, also K gleich 5 in diesem Beispiel. Und jetzt verbinden wir die irgendwie miteinander als so eine, mit so einer Art Steinerbaum oder so etwas. Ich mache das mal jetzt hier irgendwie so zum Beispiel. Das ist wieder alles nicht richtig gezeichnet. So. So. Und worum es mir geht, ist die Äquivalenz von zwei Aussagen. Das Ihnen nochmal zu illustrieren. Nämlich, Sie haben genau dann von jedem zu jedem Knoten eine Verbindung, wenn Sie von T1 zu jedem anderen Knoten eine Verbindung haben. Ja? Denn wenn Sie von... Also eine Richtung ist offensichtlich, wenn Sie von jedem zu jedem Knoten eine Verbindung haben, haben Sie natürlich erst recht von T1 zu jedem Knoten eine Verbindung. Das ist eine Tautologie. Tautologie sagt Ihnen was? Der Begriff? Wem sagt Tautologie nicht so richtig was? Okay. Also finden Sie auch in der Wikipedia, wenn Sie nochmal nachschlagen wollen. Die umgekehrte Richtung, wenn von T1 zu jedem anderen Knoten eine Verbindung besteht, also zum Beispiel von T1 nach T4 und von T1 nach T5, dann sehen Sie schon, ich nehme die Verbindung von T4 zurück nach T1 und irgendwo, spätestens bei T1, aber irgendwo komme ich an einen Punkt, wo sich der Weg von T1 nach T5 abgespalten hat und von da aus gehe ich nicht mehr weiter nach T1, sondern nach T5 und habe meine Verbindung von T4 nach T5. Das heißt, wenn ich von T1 überall hinkomme, dann komme ich auch von überall nach überall hin. Offensichtlich kein großes Hexenwerk. So, das ist das, was hier wortreich hier steht. Hier steht, für jedes Paar gibt es eine Verbindung. Und hier steht, für jeden Knoten, für jedes Terminal 2 bis K gibt es eine Verbindung von T1 nach TE. Ist genau das, was ich eben an diesem kleinen Beispiel versucht habe zu illustrieren. Nur jetzt verschriftlich. Ja? Wir haben immer das Problem, das kennen Sie ja aus allem, was mit Mathematik zu tun hat, genauso wie mit allem, was mit Jura zu tun hat. In dem Moment, wenn man es präzise und unmissverständlich verschriftlichen will, wird alles kompliziert. Ja? Solange man es nicht präzise und unmissverständlich verschriftlichen will, ist alles ganz nicht immer meistens ganz einfach. Okay, Relativitätstheorie und Quantentheorie sind immer noch nicht einfach, wenn man es nicht verschriftlicht. Aber die meisten Dinge im Leben sind einfach. Und umgekehrt, wenn man erstmal durchgestiegen ist, was diese komplizierte mathematische oder juristische oder medizinische beispielsweise, was dieser Text da sagt, dann wird es meistens ja, wenn man erstmal ein mentales Bild vor Augen hat, dann wird es ja meist auch wieder recht einfach, nicht? Also dank der Verschriftlichung wird alles kompliziert, aber eine Alternative dazu gibt es bisher nicht, nicht. Da müsste man schon auf Gedankenübertragung kommen und dann müssten die Gedanken des einen und des anderen auch irgendwie kompatibel sein, dass das mentale Bild, das der eine losgeschickt hat, auch dann wirklich das mentale Bild ist, das bei dem anderen ankommt. Also, wir müssen uns bis auf Weiteres also mit juristischen, mathematischen Texten herumschlagen. So, also, damit haben wir jetzt die Problemstellung erstmal reduziert, ja? Das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Alle Terminale sollen paarweise miteinander verbunden werden und jetzt sagen wir, okay,
Wir ziehen einen Pfad von T1 zu jedem anderen. Natürlich nicht irgendeinen Pfad, sondern schon irgendwie geschickt. So, jetzt vielleicht hier noch eine Frage an Sie mal. Also, wir haben jetzt festgestellt, wir brauchen nur bloß einfach einen Pfad von T1 zu jedem TI ziehen. Und wir wollen insgesamt minimales Gesamtgewicht haben von dem, was da rauskommt. Dann bietet es sich doch an, für jedes I einen kürzesten Pfad von T1 nach TI zu ziehen, nicht? Und die Vereinigung von denen allen als Steinerbaum herzunehmen, nicht? Kriegen wir so, das wäre natürlich ideal, nicht? Dann hätten wir plötzlich festgestellt, dass das schwere Problem mit n mit k-1 Durchläufen von Algorithmus von Dijkstra lösbar ist. Ja, also damit würden wir den Turing Award kriegen, wenn wir das rauskriegen würden. Beziehungsweise wahrscheinlicher wäre, dass wir einen Haufen Hohn und Spott kriegen würden. Ja? Sie sagen, dass es nicht funktioniert. Ja, ist offensichtlich, dass es nicht funktioniert, aber vielleicht wäre es, ich denke, es ist instruktiv, sich ein Gegenbeispiel zu überlegen. Sie wollen wieder was sagen? Drei Punkte würden schon mal ausreichen. Gehen wir mal an die Sache ran. Ich hoffe mal, ich habe noch genug Papier. Sonst muss ich noch Papier holen. Oder sonst muss ich auf dem Papier, wo ich schon rumgezeichnet habe, neue Bilder zeichnen. So, Sie sagen, drei Punkte würden ausreichen. Da die Längen ja keine euklidischen Längen sind, sondern beliebige, kann ich ja die einfach mal irgendwie, diese drei Punkte, zeichnen. So, wie, also wir hätten jetzt wahrscheinlich jeweils eine Kante, nehme ich mal an, oder? Also, wir machen das erstmal so, diese drei Kanten werden Sie ja wahrscheinlich drin haben. Also das ist T1. Also, okay. Also wir werden sicherlich nicht umhin können, dass wir hier noch zwei weitere Terminale brauchen, nicht? Denn wenn wir insgesamt nur zwei Terminale haben, dann nehmen wir uns den kürzesten Weg und das ist auch der beste Steinerbaum. Also, um ein Gegenbeispiel zu konstruieren, müssen wir insgesamt zwei Terminale haben. So, und die interessante Frage ist jetzt, wie müssen wir die Kantengewichte setzen, damit das ein Gegenbeispiel wird? Sie wollen noch einen vierten setzen. Ich glaube, wir kommen, ich bin mir sicher, wir kommen mit den dreien hin. Okay. Versuchen wir es doch mal mit dreien. Und dann können Sie noch mal sagen, wo Ihr Beispiel mit vieren dann unterschiedlich ist. Also der Bau. Also wir wollen das so basteln, dass das die beiden kürzesten Wege von T1 nach T2 bzw. T3 sind. Das müsste nicht. Wir wollen also die Kantengewichte so bauen, dass der kürzeste Steinerweg, was bleibt noch übrig, so bzw. spiegelsymmetrisch so, ne? Jetzt müssen wir die Kantengewichte so setzen, dass das passiert. Also die beiden gleich lang und hier unten kürzer, meinen Sie, reicht aus? Dann setzen wir mal hier gleich lang. Also bleiben wir ganzen Zahlen. Das heißt also, ich nehme, damit ich eine kürzere Kantenlänge noch finden kann, nehme ich hier jeweils 2 drauf und hier nehme ich 1 drauf. Und Sie sehen, wir haben das Beispiel schon konstruiert. Der kürzeste Pfad von T1 nach T2 ist diese Kante, von T1 nach T3 entsprechend diese Kante, aber der optimale Steinerbaum ist entweder so oder so. Wie unterscheidet sich jetzt Ihr Beispiel mit 4 Knoten davon? Ein Knoten in der Mitte. Also hier hätten wir Abstände so, ja? Wir kriegen jetzt hier so ein Bild. Und hier hätten Sie jeweils 1.
Ach so, hier wäre T1 in Ihrem Bild, oder was? T1 weiterhin oben. Ist das hier, und das ist kein Terminal. Nur T2, also die Terminale sind dieselben wie jetzt. Okay, also wenn diese drei Kanten den Steinerbaum bilden, dann hätten sie insgesamt Gewicht 3. Und ich kann jetzt nicht genau sehen, ich glaube, ja, wenn sie aus Vers machen wir mal hier, müssten ich nehme gehe jetzt mal von der Ganzzahligkeit weg. Ich glaube, so kriegen wir das besser hin. Das wäre jetzt der kürzeste Pfad hierhin und das wäre jetzt der kürzeste Pfad hierhin. Ach Mist, hat auch Länge 3. Okay, ich muss 1,6 nehmen, dann kommt es hin, ne? Mit 2 hat es auch geklappt, ja, aber wenn es mit der 2 war, das Problem, Sie können entweder zufällig diesen kürzesten Pfad nehmen oder diesen. So, mit 1,6 ist erzwungen, dass das der kürzeste Pfad ist und das der kürzeste Pfad ist. Und damit kriegen Sie 3,2 insgesamt raus, während Sie als optimalen Steinerbaum 3 rauskriegen würden. Man kann das Beispiel noch brutaler machen. Das vielleicht nochmal, vielleicht instruktiv. Ich nehme T1 mal hier irgendwo in die Mitte und baue mir eine Menge Terminale rundum auf. Ja, viele, viele Terminale, also auf so einem großen Kreis. Das sei ein Kreis. Ich weiß, es ist kein Kreis, aber es sei einer. So, kürzeste Wege, wenn ich jetzt einfach mal wieder in der Ebene betrachte, kürzeste Wege wäre vom ersten Terminal zu allen anderen, jeweils die gerade Strecke. Aber der beste Steinerbaum wäre natürlich irgendwie sowas, nicht? Hier jetzt überall durchzugehen und so weiter und so fort. Also Sie sehen, das Spielchen kann man beliebig in die Höhe treiben. Man kann beliebig den Unterschied zwischen dem besten Steinerbaum und der Vereinigung der kürzesten Pfade den Unterschied beliebig drastisch machen. So. Also, das Ziel ist jetzt, für jedes Terminal außer T1 einen T1-TI-Pfad zu finden, sodass die Gesamtsumme der Gewichte aller Kanten, die irgendwo belegt worden sind, also die Vereinigung der Pfade als Kantenmengen, diese Gesamtsumme soll minimal sein. So, wie gehen wir jetzt daran? Wir sind ja jetzt schon durch das TSP einiges gewöhnt und wir werden jetzt feststellen, dass das hier, denke ich mal, ein bisschen einfacher ist als beim TSP. Also don't worry. Wir werden aber auch, wie beim TSP, sehen, dass es sinnvoll ist, mehr Variablen einzuführen, als es zuerst als sinnvoll aussieht. Also noch zusätzliche Variablen einzuführen, an die man zuerst noch nicht so richtig gedacht hat. So, wir haben erst einmal einen Satz von Variablen IVW. Was haben wir da? I ist der Index des i-ten Pfades, also von T1 nach TI. Und VW ist eine. Das müssen wir jetzt genau klar machen, was das heißt. Wir haben hier einen ungerichteten Graphen. Wir haben hier eine Kante drin, aber mit einer Richtung. Denn wir wollen ja Pfade modellieren und es ist, auch wenn der Graph ungerichtet ist, ist es sinnvoll, die Pfade gerichtet zu modellieren. Wie wir das gerichtet modellieren, das haben wir ganz am Anfang, in der ersten oder zweiten Vorlesung gesehen mit OBL. Und wenn Sie sich dieses Modell nochmal ansehen, wie wir es mit OBL gemacht haben, werden Sie feststellen, in OBL-Syntax waren das lineare Bedingungen, mit denen wir einen Pfad vom Start zum Ziel modelliert haben. Aber eben gerichtet. Ja, gerichtet macht es einfacher. Das heißt, wir haben Kante, auch wenn die Kanten selber ungerichtet sind, haben wir hier sozusagen Kante mit Richtung von V nach W. Sie sehen das hier für jedes geordnete Paar von Knoten, sodass das ungeordnete Paar eine Kante ist. Ja, Sie können eine Kante immer verstehen als eine ungerichtete Kante immer verstehen als ein ungeordnetes Paar von der Endknoten
und jede gerichtete Kante können Sie verstehen als ein geordnetes Paar der Endknoten vom Start zum Ziel der Kante. So, jetzt aber noch eine. Damit können wir die Kanten modellieren. Also die xi für ein festgehaltenes i sollen diese x-Werte, die 1 sind, die den Wert 1 haben, sollen einen Pfad von t1 nach te modellieren. Genauso wie wir das mit OBL gemacht haben. Wie gesagt, das waren alles lineare Bedingungen. So, jetzt führen wir noch einen weiteren Satz von Variablen ein. Den nenne ich, Sie sehen, ich bin ein bisschen einfallslos. Den nenne ich y. Ich weiß gar nicht, ob ich diese x und y hier selber mir überlegt habe oder ob ich die von irgendwoher aus irgendeinem Lehrbuch geklaut habe. Keine Ahnung. Ist ja auch nicht wichtig. So, y für eine Kante, für eine ungerichtete Kante jetzt, soll aussagen, dass diese Kante im Steinerbaum drin ist. Das heißt, wir haben eine Verknüpfung zu leisten. Wir haben hier Pfadkanten. Für jeden dieser k-1 vielen Pfade modellieren wir diesen Pfad durch die x mit dem jeweiligen Index i. Und wir haben noch redundant für jede Kante eine Variable, die sagt, ob diese Kante in der Vereinigung aller Pfade drin ist oder nicht. Das heißt, wir müssen diese Variablen miteinander koppeln, denn deren beiden Semantik ist ja eng miteinander gekoppelt. Die Pfade, deren Vereinigung soll ja gerade der Steinerbaum sein. Also hier sehen Sie wieder mal verschriftlicht die Semantik, die xi, die Kanten mit x Index i, wo 1 rauskommt, sollen gar den Pfad modellieren von t1 bis ti. Und die y's, da wo 1 rauskommt, sollen die Kanten sein, die im Steinerbaum drin sind. So, zunächst mal die Zielfunktion, die wir minimieren wollen, die Summe der Kantengewichte, die lässt sich jetzt sehr einfach ausdrücken. So wie wir es immer auch schon in anderen Situationen bei anderen Problemstellungen gesehen haben. Wir gehen über alle Kanten, nehmen die Gewichte her auf den Kanten und hier dieser 0,1-Variablen ergeben wieder dasselbe, wie immer. Immer dasselbe Muster. Wenn der y-Wert für diese Kante 0 ist, dann ist natürlich das gesamte Produkt 0. Das heißt, diese Kante geht nicht ein in die Summe. Wenn hier der y-Wert 1 ist, dann geht diese Kante mit ihrem Gewicht ein in die Summe. Das heißt, wir summieren hier effektiv die Gewichte aller Kanten, für die y gleich 1 ist, auf. Und wenn wir es schaffen, die Semantik hinzubekommen, dass das genau die Kanten im Steinerbaum sind, dann summieren wir hier die Gewichte aller Kanten im Steinerbaum auf, wie wir das uns eigentlich gewünscht haben. So, und hier sind wir eigentlich so fast schon fertig. Diese beiden Bedingungen, die ergeben die Verknüpfung. Es ist eigentlich dieselbe Bedingung, nur spiegelsymmetrisch. So, was haben wir hier? Wir haben für eine gewisse Kante VW, hier VW, für eine der beiden Richtungen von V nach W, beziehungsweise hier von W nach V, haben wir jeweils eine Bedingung, die numerisch als linear, das ist eine lineare Bedingung, ja, eine Ungleichheit, ein kleiner Gleich mit zwei Variablen, die ja jeweils mit Vorfaktor, mit Koeffizient 1, der natürlich nicht hingeschrieben ist, das ist eine lineare Bedingung. Und und was wir hier sagen ist, x i vw kleiner gleich y von vw, beziehungsweise x i wv kleiner gleich y wv. So, Sie erinnern sich am Anfang,
dieses Themas haben wir uns intensiv mit der Implikation herumgeschlichen, mit der logischen Implikation. Und haben festgestellt, dass die logische Implikation sich darstellen lässt, einfach durch ein kleiner Gleich auf den beiden Variablen. Jetzt können wir das Ganze wieder umgekehrt sehen. Das, was Sie hier als kleiner Gleich sehen, als lineare Bedingung, hier und hier ist eine logische Implikation, nämlich die Implikation, wenn x, dieser x-Wert gleich 1 ist, dann ist dieser y-Wert gleich 1. Ja? Wenn dieser x-Wert gleich 0 ist, dann wissen Sie, die Prämisse ist nicht erfüllt, also ist die Implikation wahr. Wenn dieser x-Wert gleich 1 ist, dann ist die Implikation nur wahr, wenn auch y gleich 1 ist. Also, wenn dieser x-Wert gleich 1 ist, dann ist dieser y-Wert gleich 1. Und hier natürlich auch. Und umgekehrt, also damit wissen wir schon, dass die y für jede Kante, die in einer der beiden Richtungen, in auch nur einem einzigen, in mindestens einem dieser Pfade drin ist, kann auch in mehreren Pfaden drin sein, könnte theoretisch auch in verschiedenen Richtungen drin sein, das wird aber nicht auftreten, weil sie dann am Ende einen Zyklus kriegen. Also könnte theoretisch sein, wird aber nicht in dem Optimalfall. Also für jede Kante, die in einem oder mehreren Pfaden drin ist, wissen Sie schon, dass das y gleich 1 ist. Das heißt, in diese Richtung haben wir schon die Eigenschaft erfüllt, dass das Ergebnis gerade die Vereinigung der Pfade ist. Und umgekehrt, für alle Pfade, wenn kein einziger Pfad, also machen Sie sich klar, wir können das jetzt die Implikation nicht einfach umdrehen. Wir können nicht einfach sagen, wenn das x gleich 0 ist, dann ist y gleich 0. Das geht natürlich nicht, denn die Logik müsste sein, nur wenn für alle x, wenn für alle diese x, für jedes i und sowohl für die Richtung von v nach w als auch für die Richtung von w nach v, wenn alle diese x-Werte gleich 0 sind, dann soll y gleich 0 sein. Das können wir aber nicht linear ausdrücken. Versuchen Sie es, Sie werden es nicht hinkriegen. Aber das ist eigentlich kein Problem, denn jetzt greift wieder ein Argument, das wir auch schon vorher gesehen haben. Wenn die Kostenwerte positiv sind, dann wird die Möglichkeit, dass hier y-Werte gleich 1 sind, obwohl sie nicht durch diese Bedingung erzwungenermaßen gleich 1 sind, das wird wegoptimiert. Ja? Die Kosten sind ja auf den y-Variablen definiert. Ja, also jedes y, das gleich 1 ist, wenn die Gewichte positiv sind, dann trägt jedes y, das gleich 1 ist, echt zu den Kosten bei. Und wenn ein y gleich 1 ist, obwohl sämtliche x auf derselben Kante gleich 0 sind, das kann keine optimale Lösung mehr sein, denn wir können diesen y-Wert auf 0 setzen, ohne eine einzige Bedingung zu verletzen. Und das wäre insgesamt besser. So, also in einer Optimallösung ergibt sich dann, dass die Kanten, die y-Wert gleich 1 haben, genau die Vereinigung aller Pfade sind. Den Beweis habe ich im Prinzip schon geliefert, aber hier sehen Sie nochmal verschriftlicht. Das, was ich eben gesagt habe, will ich jetzt nicht mehr weiter durchgehen. So, wie modellieren wir die Pfade? Da sehen Sie sich, das habe ich eben gesagt, das haben wir schon gemacht in OPL. Und wenn Sie hinschauen, werden Sie sehen, dass das alles lineare Bedingungen waren. So. Ich habe des Öfteren ja mal überzogen. Wenn aus Ihrer Sicht nichts dagegen spricht, würde ich an dieser Stelle abbrechen und das nächste Thema dann erst beim nächsten Mal beginnen. Ist das okay von Ihrer Seite aus oder wollen Sie jetzt unbedingt noch eine Viertelstunde bespaßt werden? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich Ihnen für Ihr Verständnis. Dann würde ich gerne an dieser Stelle Schluss machen. Und würde Ihnen noch eine schöne Restwoche wünschen und mich freuen, wenn Sie mir auch nächstes Mal wieder treu bleiben würden und sich eben dementsprechend auch hier wieder beteiligen.
sich an.